Weil sie womöglich Gas und Bremse verwechselte oder vom Gaspedal abrutschte, hat eine 78-jährige Autofahrerin am Samstag in Korbach einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Dabei erlitt der 72 Jahre alte Fahrer dieses Motorrollers schwere Verletzungen. Der Mann schwebte sogar zeitweise in Lebensgefahr. Die Autofahrerin wollte rückwärts aus einer Parklücke in die Solinger Straße hineinfahren, als der Kleinwagen aus noch nicht ermittelter Ursache plötzlich beschleunigte und auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit dem Heck den Motorroller erfasste. Der Wagen schob Roller und Fahrer über die gesamte Fahrbahnbreite und schließlich gegen ein geparktes Auto. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Polizei schaltet in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft einen Gutachter ein.